Herzlich willkommen zu Tief. Ja. Kein Meister. Nein, das ist keine gute Idee. Ich bin kein Meisterdieb. Das soll der Garrett erledigen. Ja. Ich hab da schon mal ein bisschen reingedingst, kurz den Prolog angespielt für 3-4 Minuten, um das einzustellen. Und zwar sollte ich euch das vielleicht ganz kurz zeigen, damit ihr wisst, wie ich hier spiele. Und zwar, Fokusmodus ist an. Es ist eigentlich alles an, bis auf die Interaktionsaufforderung. Die ist aus. Und das... Kommt aber her. Komm. Das Beuteglimmern. Das ist auch aus. Die Schlösserknackhilfe. Aber die Rahmensuchhilfe. Das ist ja gut. Die möchte ich einhaben. Die Schlösserklacken will ich nicht. Das will ich selber machen. Beutefunkeln will ich auch nicht. Weil das ist... Das finde ich doof. Also welchem Dieb wird bitte schön angezeigt, wo sich die Beute befindet. Das wäre ja ein Scherz. Aber beim Rahmen, da habe ich irgendwie nicht rausgefunden, wie das angezeigt wird. Beim Schlösserknacken sieht man es nämlich, wenn man gut hinschaut, dass er da den Punkt gefunden hat. Und dann, jetzt blätter noch mal hoch, bitte. So, hier, Interaktionsaufforderung, das will ich auch nicht. So. Und dann legen wir los hier. So, ich freue mich nämlich diebisch, dieses Spiel zu spielen. Doch den Start ist nicht mehr, bla bla, Autospeicherslot überschrieben. Na, logisch. So. Und jetzt, ich würde sagen, ich spiele hier den Dieb. Den ganz normalen Dieb. Gegner sind fähig und aufmerksam. Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden, weil das hier, oi, oi, oi. Also ich möchte halt einfach die Wachen K.O. schlagen dürfen. Im Notfall, weil ich fürchte, ich komme sonst nicht durch das Spiel. So einfach ist es. Hier kann ich verschiedene Einstellungen machen. Das wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht machen wir das hier. Genau. Nur Kapitel. Nein, nein, nein. Keine Ahnung. Ich mache das mal so, wie es jetzt ist. Und jo. Naja, komm. Jojo, komm. Voilà. Okay, Hinweis. Suche in deiner Umgebung nach Flaschen oder Gläsern. Anschließend kannst du sie werfen, um Gegner abzulenken. Gut zu wissen. Coole Ansicht hier, tolle Bilder sehe ich, Gott. Wenn dir eine Patrouille im Weg steht, nutze deine Werkzeuge oder die Umgebung, um ihre Aufmerksamkeit abzulenken. So, wir starten den Prolog. Das sieht aus, als wäre es das London des 18. Jahrhunderts mit dem Big Ben. You can put a price on anything. Ja, für uns nicht. Reputations. Ja, sacken ein, ohne zu zahlen. And trust? If you have to ask, you can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Genau, ich wollte gerade sagen, wir werden nicht bitten, nein, wir werden einsacken. Deswegen sind wir hier, oder? Meine typische Elster hier, der... Oh, Abend des Mittsommertagfests. Wir sind, da hinten ist der Big Ben, also ich vermute, das ist der Big Ben. Das könnte die Themse sein, da unten. Und da eben... Ich vermute stark, das könnte das London so... so ja, ich weiß nicht. 1750, 1850, irgendwo da dazwischen, schätze ich ja mal. So. Und ja, jetzt werde ich hier quasi so ein bisschen eingeführt mit euch zusammen. Machen wir mal das Licht too aus. Much light. Genau. Haben wir nicht so gern. Oh. A little more cozy in here. Ja, kannst auch mit ihm hier kosen. Er steht da vielleicht drauf. Da erstmal am Popo kratzen. Jojo. Ich sehe gerade, wenn ich da dran stupse an die Flaschen am Boden, dann hört man das. Das ist vielleicht nicht so helle. So, da war zapp. Ihr seht, da funkelt gar nichts. Also das leuchtet nicht auf hier. Und das finde ich halt besser. Wie früher. Oder? Weil, Entschuldigung, in welchem Dieb wird denn das angezeigt? Du schläfst aber weiter, Kerl, oder? Machen wir besser mal Licht aus hier. Komm, zapp. So, ein bisschen dunkler hier. Jetzt wird es gleich lauschiger. Vielleicht sollte ich auch mal lauschen. Oh. Zapp. Eine Untertasse. Da brauchen wir auch eine Tasse drauf. Sonst macht das keinen Sinn. Oh, ein Türchen. Zapp. Und vielleicht gibt es hier was Verstecktes. So ein Schalter oder sowas. Das wäre natürlich auch noch cool. Das habe ich gesehen. Ich habe kurz in ein Let's Play reingeschaut. Oder was? Nee, in den Review war es. Und da habe ich das gesehen. Aber es gibt irgendwie offenbar hinter den, wie früher, hinter den Regalen gibt es manchmal. Oh, gibt es manchmal einen Schalter. So, bei diesem Raum, den kenne ich schon. Und alles andere ist auch für mich.
völlig neu, weil wie immer ich spiele bleibt. Ich hoffe, der Garrett nicht, weil sonst kommt das hier nicht gut. Gell, Garrett, du spielst nicht blind, bitteschön. Du wirst bitte Sehen stehlen. Sonst kommt das hier nicht gut. Ja, komm, steht aber auf. Das kannst du ja gar nicht greifen hier. Aha, bisschen parfümieren. Wahrscheinlich ein Typ, Dief de Noir oder Noir oder so. Oder vielleicht auch Black Knight könnte sein Parfüm heißen. Also nicht Schwarzer Ritter, nein, Schwarze Nacht. So, was ist das hier? Ein Füller. Da brauchen wir aber auch noch ordentlich Tinte auf den Füller oder so. Nein, ich will jetzt hier nicht rumschweinern. Ich will hier ordentlich stehlen jetzt. So, zeig doch mal, was ist das hier? Oh, ein Flachmann. Ja, da, zeig doch mal. Zack. So. Und man soll ja, das habe ich auch gehört, man soll ja, beziehungsweise gelesen, glaube ich in diesem Fall, man soll versuchen, keine Spuren zu hinterlassen. Also alles wieder so hinmachen, wie es war. Man wird dann nämlich weniger entdeckt. Die Wachen sind hier extrem aufmerksam und die merken sofort, wenn sich etwas verändert hat. Und ihr wisst ja bestimmt, welches der beste Diebstahl ist. Das werde ich nochmal erwähnen am Ende von dieser Folge. Nämlich, da könnt ihr dann in die Comments schreiben, welches in euren Augen der beste... Da war ich schon drin, oder? Jo. Okay, weiter zumachen. Welches in euren Augen der beste Diebstahl ist. Aber das werde ich dann zum Schluss noch mal kurz erwähnen und natürlich auch auflösen in der nächsten Folge. So. Und jetzt sind wir an diesem Punkt. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Oh, bist du aufgewacht, Kerl? Nein. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es weitergeht, weil hier stand ich zuletzt. Und ich habe diesen Raum, habe ich hier genutzt, um mal zu gucken, wie die Einstellungen sich verändern, wenn ich dies oder jenes mache. Dann habe ich den hier. Den habe ich noch entdeckt, den Kotzenden. Seht ihr da? Der kotzt einer. Oder, mach doch mal jetzt, komm, ich will den. Seht ihr's? Was lachst du denn, Kerl? Was ist da so lustig? Oh, der hat mich, glaube ich, gesehen gerade. Ui, 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 weg, 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 weg. Ich glaube, der hat mich gesehen. So, komm, mach auf, mach auf, mach auf. Hey, Garrett, was machst du denn hier? Aufwachen, mach jetzt das scheiß Fenster auf, du Clown. So. Genau, jetzt hebeln, ja. Und man muss auch nicht, glaube ich, draufbleiben. Das hat... Ja, man muss nämlich hier mehrfach drücken. Und diese Fenster, ihr seht, das ist jetzt zugegangen. Das nur als Information, das sind eigentlich Ladebildschirme. Weil die werdet ihr noch in den seltsamsten Situationen antreffen. Und auch so Balken gibt es hier, die man wegschieben muss. Das sind eigentlich Ladebildschirme. Nur, dass ihr das wisst und euch nicht wundert, dass Garrett immer das Fenster... Oder normaler Dieb wird ihr hier offen lassen, um schneller flüchten zu können für den Notfall. Nein, er macht's immer wieder zu. Eben, weil es gar nicht wirklich die Funktion eines Fensters hat. Sondern eigentlich... Was denn das hier kommt? Ich bin hier auf dem Dachboden. Kann ich hier raus? Nein, da macht er nichts. Da ist auch keine Türfalle dran. Sehe ich jetzt gar nicht. Jetzt hier vielleicht weiter. Ich, ach stimmt, ich muss ja gucken, weil ich hab ja... Hier glimmert ja nichts. Shit, ich muss ja wirklich selber gucken gehen. Oh, was war das? Kann ich da was aufheben? Nein. War doch jetzt... Ich hab da jetzt gerade was gehört. Das habt ihr auch gehört, oder? Aha. Ach, das tropft hier. Ach nein, das ist ja wieder witzig hier. Seht ihr das? Das ist ja witzig hier. Dass das wieder Objekte hat, sogar das Papier. Das kann ich nicht mitnehmen. Jetzt sag doch mal, das gibt's doch nicht. Aber ich kann es bewegen, okay. Das finde ich ja witzig, solches Zeug. So, aha. Plötzliche Bewegungen der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in der Nähe alarmieren. Oh, das sind aber viele Vögel. Oh, das erinnert... Also, Entschuldigung, dass ich das jetzt schon im dritten Let's Play sage, aber... Die Vögel... Das erinnert mich halt immer an diesen Hitchcock-Film. Ihr merkt, er ist mir damals in die Knochen gefahren. Oh, hör auf, hier rumzuflattern, du. Nein, nichts alarmieren. Kann ich das mitnehmen? Ja, das fern. Kann ich das nicht abbauen? Nein, das geht nicht. Oh, die machen die Piepsen aber rum hier. Das finde ich nicht gut. Könnt ihr nicht mal die Schnauze oder den Schnabel halten? Das ist auch ein. Ich darf da. Ich glaube, ich darf da nicht rankommen, sonst gibt's hier Radau. Someone's a bird lover. Ja, scheint so. Painting's more my taste. I should take a closer look. Aha, ich soll mir Gemälde ansehen. Ja, wo ist es denn? Vielleicht aber her. Ah, da ist was. Aha. Aha, das soll ich mir ansehen. Da sehe ich mir das doch mal an.
Das habe ich in der Review gesehen. Genau, man kann irgendwie die Gemälde, man kann die irgendwie zum Teil wegschneiden oder hochheben oder so. Und da kann man da was finden. So, jetzt guck da mal hin hier. So, komm. So, jetzt, genau, fass da mal an. Bewege die Maus, um nach versteckten Schaltern in einem Rahmen zu suchen. So, wo ist er denn, der Schalter? Alter Falter, wo ist er denn, der Schalter? Weil eben das habe ich ja angestellt. Aha, da war was. Weil ich hier einfach keine Hinweise gesehen habe. Also Let's Play Chris oder so hieß er. Bei dem habe ich eine Review gesehen. Die habe ich auch verlinkt unten im Infoteil. Und ich habe da ich konnte halt nicht feststellen, wann, wo ist denn der Schalter. Hier hingegen zeige euch das jetzt gerade. Bewege die Maus, um den Ansatzpunkt der einzelnen Stifte zu finden. Drücke Ende, um die Stifte in Position zu bringen. Ihr seht jetzt, wenn ich jetzt die Maus nach oben oder nach unten bewege, jetzt seht ihr das. Jetzt zuckt er so mit den Fingern. Jetzt kann ich drücken. Jetzt weiß ich habe den Punkt gefunden. Bei den Bildern ist mir da nichts aufgefallen. Und deswegen dachte ich schalte das vielleicht besser ein, weil einfach keine Ahnung, wann ich da drücken muss, oder? Wie soll ich denn wissen, wo der oh, super! Ein Colli! Das ist ja cool! Oh, riesen Ruine hier! Oh, was ist jetzt los? Oh, scheiße, da ist jemand! Oh, fuck, und jetzt ist Lärm hier, hä? Neue Sammlerstücke! Journal soll ich öffnen? Zeig doch mal hier. Das funkelnde Federkleid, Unikate. Ein vergessenes Andenken an Lady Christian. Christinas? Feierwütige Jugend vor dem Unfall. Seitdem sie wie besessen für verletzte Vögel sorgt. Ja, jetzt kann sie vielleicht nicht mehr vögeln. Dann guckt sie mal für die Vögel. Ich kann's ja nicht wissen. Weil feierwütig? Naja, ihr wisst, oder? Das ist ein schönes Teil. Schaut euch mal das an hier. Das Collier ist ja der Hammer hier. Das würde ich am liebsten selber anziehen hier. Mensch, bin ja keine Frau. Aber guck mal, wie geil das aussieht. Also grafisch ist das Spiel, ist ja super schön, wirklich. Er sagt, er kennt ihn, der da rumgerannt ist. Oh, die machen einen Radau, die Viecher. Ich hoffe, dass das nicht mein Verderben ist. Hier scheint es ja keine Rolle zu spielen. Machen wir mal Radau hier, komm. Jetzt spielt sie offenbar, spielt ja keine Rolle hier noch. Da darf man ja. Mal gucken. Aber ordentlich. Schüttel mal ordentlich an dem Zeug hier. Komm, Eric, hau mal rein. Das kannst du nie wieder machen im Rest des Spiels. Letzte Chance hier. Flap, flap, flap. Da werden die richtig stinkig, die Viecher. Das findet er gar nicht gut. Das ist cool. Also, das gefällt mir. Gefällt mir. Ich war ja, wie viele von euch vielleicht auch, ich war ja skeptisch, weil der dritte Teil hat mir einfach nicht wirklich gefallen. Da hat mir die Diebesatmosphäre gefehlt. Im Vergleich, also dieses ständige Gefühl von, oh, gleich erwischen sie mich. Das hat mir irgendwie gefehlt dort. Also zwar, es kam nicht gleich rüber. Und ihr wisst ja vielleicht, die einen von euch, Looking Glass hat ja die ersten zwei Teile entwickelt und ging dann pleite und hat's verkauft. Werde ich vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Ah, ich habe einen Seilpfeil gefunden. Drücke 8, um einen Seilpfeil auszurüsten. Na, dann mach doch mal. Halte, um Bogen zu spannen. Lasse los, um einen Seilpfeil auf einen Balken über. Der muss ein Balken sein. Ja, dann mach, zeig doch mal. Wo ist er denn? Da ist, genau, da ist er doch. Zabam. So, kennt ihr vielleicht noch? Hoppchen, zapp. So, gehen wir da mal hoch. So, mal umschauen hier. Also das ist ja toll gemacht, oder? Hier die Themse, da hinten irgendwo, wo war das, glaube ich, ungefähr in die Richtung. Da habe ich, glaube ich, den Big Ben gesehen. Den großen Ben. Das sind auch Blitzableiter, oder? Sind das, nein, das sind keine Antennen, das sind Blitzableiter. Das sind ja Holz, oder? Das London des 18. Jahrhunderts war ja vor allem aus Holz gebaut. Ja, sieht man es auch, oder? Das sind ja Fachwerkhäuser. Oh, die brennen wie Zunder. Das ist ja oft jahrhundertealtes Holz. Oder Häuser aus dem 15. Jahrhundert. Die Grundbausubstanz. Und jetzt, komm, spring doch mal. Zapp. Wer bist du denn? Aaron. Aha. Of course it is. Care to make a little more noise next time? Ich hab ordentlich Krach gemacht. How else would you know it was me? Sie auch, ja.
Ja, wer bist du, Sach? Basso did tell you we were working together on this, right? Oh, kennt ihr noch Basso? What do you think? I think you haven't changed a bit. Come on, it'll be just like old times. Na, haut's ab. Ist die Folge, Harry. Ja, der Bach mit Null soll ich laufen, beziehungsweise rennen. Und dann hier mit Eingabe, zack, soll ich klettern. Hier gibt's offenbar nichts zu stehlen, dass die hier so durchrennt. Ah, das ist cool. Habt ihr gesehen? Man sieht beim Trümmerhüpfen. Jetzt zieht man seine Beine. Das finde ich ja aus. Guck, springen sollst du. Hey, was macht man? Muss ich damit? Das habe ich jetzt nicht Anlauf geholt, oder was? So, komm, und zack. So, nochmal, zack. Oh, eine Rutschpartie. Okay. Glad you could make it. Ja, finde ich auch. Er ist ja beinahe nach unten gefallen. Can it be both? Come on. Ja, schon. Let's get Basso his commission. Lichtkristall. Der dunkle Kristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du zu sehen oder in den Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Okay. Gut zu wissen. Neues Ziel. Finde Bassos Instruktionen am üblichen Ort. Verhalte dich geräuschlos, bleibe außer Sicht. Lady Lamplight? I was just scouting. Lady Lampenschein. Okay, die haut schon ab. Jetzt seht ihr es, da unten links ist ein Kristall dazugekommen. Und irgendeine Art, das könnte meine Lebensanzeige sein, das Grüne. Das weiß ich jetzt noch nicht, das werde ich dann sehen. Und ich weiß aus der Review von, ich glaube, Let's Play Chris, ich weiß den Namen, ich werde es verlinken. Den Namen fällt mir jetzt nicht mehr 100% ein. Aber er scheint auch ein Fan zu sein. Und also wie ich fähle ja das Spiel, das gefällt mir super. Und jetzt muss ich euch schnell was zeigen. Hier gibt es nämlich einen kleinen Unterschied. Hier ist schwarz, ich werde nicht gesehen, gar nicht. Und jetzt, guckt mal genau hin. Gibt es da so einen kleinen weißen Kreis drum. Seht ihr es? Jetzt bin ich ja voll zu sehen. Oder eben sogar richtig. Und es gibt ja so dieses Zwischending. Warte mal, gucken, wie ich das machen muss, dass ihr das einmal seht, wenigstens bewusst seht. Zeigt da mal, komm. Seht ihr es? So, oder? Jetzt sieht man mich so ein bisschen. Oder wenn man ein bisschen länger hinguckt, werde ich eben doch gesehen. Einfach, dass ihr das wisst. Weil das ja eine ganz wichtige Anzeige ist für unseren Garrett. Drück in der Nähe von Eckenende, um einen Blick um die Ecke zu wagen. Dabei bist du nicht einfach zu entdecken. Ja, super. So, hier mal gucken. Ah, zwei Wachen. Aha, da schleicht sie auch schon hinterher. Gibt's hier was zu stehlen? Sag mal, da leuchtet was. Da unten ist Licht an. Hey, aber hier muss doch noch was zu stehlen. Ich bin doch ein Dieb, verdammt. Ich habe gehört, hier soll so viele Beute geben. Aber wie gesagt, ich krieg's ja nicht angezeigt. Das heißt, ich werde wohl suchen müssen. Aber ich sehe hier nichts. Und ich kann hier übrigens diesen, seht ihr's? Also, wusch, diesen kleinen, kurzen Huscher machen. Und da bin ich ganz schlecht zu sehen. Ah, hier ist ja was. Ja, guck, dankeschön. Eine 3-Gold-Schere. Die liegt da einfach so rum. Da hat jemand eine Schere verloren. Was mich daran erinnert, ich sollte schneiden. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Und zwar hier vorne an der Ecke werde ich schneiden, meine Lieben. Gibt's hier noch was? Mal schnell reingucken. Nein, da ist nichts. Ja, ich werde es wohl. Oh, was jetzt? You should get yourself one of these. Ja, was hast du denn da? Was hat die da? Looks like I won't be going that way. Da komm ich nicht weiter, sagt er. Die rennt da. Seht ihr, wie die da rumhüpft? It's festival time. Your average thief will be under a table in an ale house. And the watch will be haggling fines with a drunk guard again. Ja, die betrunkenen Wachen wären mir lieber. Nämlich. Gibt's hier noch was zu stehlen? Sag doch mal, bevor ich jetzt hier wieder abbau. Nein, hier ist nix. So, hier werde ich schneiden, meine Lieben. Alldale, Hauptstraße. Oh, da sind auch welche. Scheiße. Komm, spät doch mal. Oh, scheiße, da sind auch welche. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, ob ich da überhaupt... Ich kann ja nicht da hoch. Sie ist ja irgendwie da hochgehupft. Oder? Sie hat ja irgendwie so einen Haken oder irgendwas, hat sie mir gezeigt, dann ist sie da hochgeflitzt. Und ich komme da offenbar nicht hoch. Weil meine Anzeige, oder ihr seht, das habe ich drin gelassen, damit ich ungefähr weiß, was ich überhaupt machen muss. Ich soll ja darüber, über die Straße und das geht durchs Licht. Und ich denke mal,
Die sehen mich, sehen nicht zu mir, aber die könnten mich entdecken. Und ich sehe da hinten, da glänzt was. Das nehme ich natürlich mit. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr dabei sein. Wenn Garrett durch die Gassen schleicht. Bis dann. Tschüss.